Meine Freunde, damit herzlich willkommen hier zurück zum Train Simulator 2017. Heute auf der Strecke von Marliesee. Von Marliesee, das ist ja der ganz rechte Zug da, der Hochgeschwindigkeitszug. Ich habe mir schon mal da ein Tutorial gegeben, um das Signalsystem hier zu verstehen. Und ich glaube, das passt soweit auch alles. Und deswegen fahren wir jetzt auch gleich los nach diesem wunderschönen Intro hier. Wie gesagt, Hochgeschwindigkeitszug auf der Strecke herrschen, wo so 300 aufwärts. Hi Lokführer, heute Nachmittag fahren Sie den Schnellzug von Marliesee nach Marliesee St. Carlis. Alles klar, geben Sie die Türen frei, um einen aussteigen zu lassen. Das machen wir, Tür auf. So, das ist Hochgeschwindigkeitszug hier. Richtig geil. Muss man lassen. Sieht auch innen sehr, sehr edel aus. Könnte sich die Deutsche Bahn mit ihren ICE vielleicht noch ein bisschen was abgucken. Und wir haben da folgende Strecke vor. Moment, wo haben wir es? Hier. Wir haben da folgende Strecke vor. Von da nach ganz weit unten. Die Leute steigen ja eher eine aus nach da. Da müssen wir hin. Es sind 100 Kilometer. Sind über 100 Kilometer, oder? Knapp 90, also 93,23 Kilometer. Das Ganze mit der schönen Lok hier. Wie gesagt, auf der Strecke, man sieht jetzt hier schon unten auf der Karte so ungefähr, wo das Ganze lang geht. 300 und 300 plus, was wir hier fahren dürfen. Ist ein relativ einfaches, also von der Schwierigkeitsgrad her sehr einfach, ist mit 25 Minuten datiert. Und, schauen wir mal. Ich denke mal, hier muss ich, oder beziehungsweise hier kann ich gar nicht so viele Fehler machen, würde ich mal behaupten. Von daher denke ich mal, dass wir da auch relativ zeitnah ankommen werden und auch ohne Probleme ankommen werden. Sowas wie LZB wird es wohl hier nicht geben, würde ich mal behaupten. Das ist so ein rein deutsches Ding, oder? Und, alles klar, Diggi. Und dann schauen wir halt einfach mal. Oh, Moment. Da muss man schon mal kurz hier release. Vorwärts. Und dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze so funken tut. So, ansonsten 500 Punkte haben wir schon mal gekriegt. Wir sind ca. 14:35, wir haben hier erwartet. Circa. Laut jetzigen Stand, hier sind schon mal 170, davon sind ja schon wieder 300. Das sollte jetzt soweit erstmal kein Problem sein, dass wir das hier erreichen. Wir haben jetzt 214 Ampere, gerade ziehen wir hier. Soweit ist so normal. Wie gesagt, ich habe mir das Tutorial hier angeguckt, beziehungsweise das war so ein Szenario, was aber eigentlich nur zum Durchklicken war. Über die Signalanlagen auf der Strecke hier und beziehungsweise auf der Map. Und naja gut, soweit so einfach in der Theorie. Schauen wir mal, wie sich das in der Praxis umsetzen lässt. Piep, so hier sind jetzt 300 freigegeben. Ach, lass mal einfach mal machen hier. Der kleine Paar sowieso ein bisschen besser hinzieht. Und ja, wie gesagt, in der Theorie soweit ganz einfach. Wir haben halt hier kein Rot-Gelb-Grün, sondern wir haben Rot-Gelb-Weiß plus Lila. Das kommt noch dazu. Jedenfalls Lila, was solche Rangierdinger angeht. Die haben wir hier auf der offenen Strecke eh nicht. Ansonsten haben wir jetzt hier auf der normalen Strecke die Signale mit Rot, Gelb und Weiß. Man muss aber sagen, die Signale, die ziehen ja hier an uns gerade dran vorbei. Die sind, sah im Tutorial auch nicht so aus, relativ klein. Wenn wir jetzt mal sehen, wir sind jetzt 600 Meter, rammeln wir jetzt am nächsten Signal vorbei. Und zwar 300, 200 Meter, 100 Meter. Jetzt zum Beispiel, ihr seht die gelbe Fahne hier. Naja, sieht man jetzt nicht gerade allzu viel bei der Geschwindigkeit. Aber hier dürfte eh alles grün sein. So, 108 schauen wir schon mal drauf. 300 dürfen wir fahren. Sollten wir ohne Probleme schaffen.
So, danke erstmal, wie gesagt, für euch vielen Dank erstmal an euch, so rum, Mensch, für eure Kommentare betreffend des Leckproblems und betreffend der Signalanlagen, also jedenfalls der deutschen Signalanlagen. Schaue ich mir, wie gesagt, bei Gelegenheit mal an, dass da weniger Fehlerquellen sind und auch wegen SIFA und Co., dass er da mir das geschrieben hat. Und danke an denjenigen, Namen habe ich jetzt gerade leider Gottes nicht im Kopf, der geschrieben hatte, wegen hier Einstellungen und Cache-Löschen, habe ich mal gemacht. Man muss sagen, es leckt auch gerade weniger. Also bis jetzt ja noch gar nichts. Ich will jetzt zwar nicht zu viel. Okay, ist in Ordnung. Und alles, aber danke erstmal dafür. Cache löschen sollte man immer mal wieder. Und ich bin etwas schockiert. Ich habe nämlich gar nicht gewusst, dass das Ganze ja noch auf 32 Bit läuft. Okay. Frage ich mich aber auch, warum. Selbst der LS hat den Sprung auf 64 Bit geschafft nach langer Zeit. Das ist ja nicht so pralle. Also 64 sollte ja nur mindestens schon sein. Oh, hier vorne dürfen sogar 320 dann schon fahren. Wir haben jetzt 240 drauf. Oder 320 können wir eigentlich ganz entspannt hier fahren. Lassen wir das Ganze ziehen. Ja, ich bin jetzt für Sie leider nicht erreichbar. Und piep. Genau, hier dürfen wir 320 fahren. Sehr schön. Aber da haben wir schon mal 250, 260. Schauen wir uns das Ganze mal von außen an. Muss schon sagen, ist sehr leise. Für die Geschwindigkeit. Und auch innen muss man sagen, im Vergleich jetzt zu denen, was wir in Hamburg-Lübeck hatten, eine angenehme Ruhe. So. Dann ab in den Tunnel. Und das war's auch schon mit dem Tunnel. 320, 270 sind wir jetzt. Huhuhu. Cool. Hochgeschwindigkeitszüge sind immer was Feines. Ah, es ist relativ entspanntes Fahren. Weil man im Endeffekt sehr lang gezogene Kurven hat. Ansonsten sehr viel halt einfach geradeaus geht. Da sind wir schon mal bei 80, ja, ne, 79, da haben wir schon mal 20, über 20 Kilometer geschafft innerhalb von 7 Minuten. Auf jeden Fall schon mal eine Ausnummer. Ich bin gespannt, aber die Höchstgeschwindigkeit von 320 Uhr. Ich weiß gar nicht, wie das auf München Ausbruch war mit den ICE, was man da in der Spitze fahren konnte. Weil da gab es dann ja auch, ich glaube, da waren die größten Abschnitte 290. Fahren wir hier eigentlich km/h oder Meilen pro Stunde? Ne, Kilometer pro Stunde, okay. Nur da. So, schon mal schön. Oh, wackelt auf jeden Fall alles so ein bisschen. Jetzt haben wir die 300. Sehr schön. Muss ich sagen, das Zugcockpit an sich selbst sieht auch ganz nett aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben nicht gerade viel Sichtweite. Und wenn man das jetzt so mit den ICE vergleichen tut, ne, der hat ja von drüben, also von links nach rechts, eigentlich eine riesige Scheibe. Hier ist ja alles sehr, soll man mal sagen, zu verbaut. Das ist im Übrigen ein Notausstieg. Ja, würde ich jetzt nicht durchpassen. Aber okay. Ansonsten halt, ja, relativ alles vom Sichtfeld her sehr eingeengt. Aber man sieht ja trotzdem immer noch genug. So, 314. 315. Also wir schaffen hier die Höchstgeschwindigkeit. Sollte ich ja schon mal langsam etwas runtergehen. Ihr seht ja auch neben der 317, da ist so ein kleiner Pfeil nach oben. Jetzt geht er zum Beispiel nach unten. Jetzt geht er wieder nach oben. Aber nur Geschwindigkeit verlieren oder halt dazu gewinnen. Aber jetzt geht es eh gerade mal ein bisschen aufwärts. Sprich, da werden wir. Naja, oder auch nicht. Da kam der Kollege hier entgegen. Es geht doch jetzt mittlerweile zu steil hoch. Da müsste man ja eigentlich schon mal ein bisschen hier ein paar km/h fallen. Alles klar. Jetzt so.
Jetzt steigen wir wieder, sehr gut. Ich gehe mal hier noch auf 62. Power runter, wusch. Also wackeln du da schon ganz schön. Ich schalte das mal hier kurz ein. Machen wir es denn? Wir finden uns aber immer noch im grünen Bereich, was im Fahrkomfort angeht. Ja, obwohl, es geht schon teilweise hart ins Gelb rein. Da schauen wir immer noch im im Toleranzbereich. Mein Gott. So. Man sagen muss, es wird auch wirklich etwas enger hier. Okay. Interessante Kamerafahrten. Ach ja. Ja, schießt auf jeden Fall hart dran vorbei. Ah, ich mag Hochgeschwindigkeitszüge. Ja, das ist ja cool. Jetzt haben wir noch 62. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also das Bremsen wird interessant. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich werde mal auch hier die Belastungsanzeige oder die G-Anzeige da anmachen dann. Beim Bremsen, wie hart ich hier bremsen kann oder darf. Weil von 300 wieder runter zu kommen, braucht ja auch, nennen wir es mal so, 20 Kilometer. Bis der Zug dann komplett schippert, sich beim ICE so, wenn er eine Vollbremsung hinlegt. Das ist so 20 Kilometer brauchst du von 300 auf 0. Was ja nicht wenig ist. Oder übertreibe ich jetzt gerade, sind 10 Kilometer. Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber irgendwie, das war auf jeden Fall ein extrem langer Bremsweg, wenn so ein ICE von Volllast auf voll in die Eisen geht. So, bis jetzt haben wir noch keinerlei Begrenzung dafür. Da gut, sind ja auch noch 56 Kilometer. Ich würde es mal interessieren, was der hier, na gut, wir können es jetzt halt nicht austesten, aber was der hier so unter, Volllast schafft. Ich glaube, der wird so seine 340 so erreichen. Jetzt fahren wir ein bisschen an der Geschwindigkeit, jetzt geht es aber auch derbe hoch, leck mir am Arsch. Geht hoch ins Gebirge. Oho, das wird ja immer steiler. Deswegen habe ich gerade mal wieder auf 100 hier gemacht, dass wir jetzt nicht unter 300 fallen. Wir werden langsamer, trotzdem, dass wir hier voll ansehen. Oh, der wackelt sich ein zusammen, ist ja Wahnsinn. So weit, noch so okay. Hundertwärts kann ich mir das richtig spaßig vorstellen. Ich glaube, da bist du nur am Bremsen. So. Jetzt haben wir eine relativ gerade Strecke, aber da vorne, guckt euch mal die Strecken, also nicht in der, die Höhenunterschiede an. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt gehen wir mal kurz wieder auf 320 und das im blinkenden Zustand. Beziehungsweise, ich glaube, das war die Bedeutung, dass wir die 320 jetzt bald verlieren. 270 wird jetzt angekündigt. Ich glaube, das wird hier schon an den Signal verzogen. Uhu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 
2,70. Zeigt er mir aber halt weiterhin, es geht noch weiter an. Wir sind zwar noch 3,20. Hier vorne ist jetzt auch wieder 300. Aber ich halte mich mal lieber an das, was hier am Dashboard steht. 300. Okay. Bremsen, das ging jetzt ja relativ zügig. Relativ zügig, sage ich mal. Wir sind wieder 300 Schlipp. Das war einfach nur gerade so eine allgemeine Bitte, da nur 270 zu fahren. Okay, wir haben keinen Punkt Abzug gekriegt, trotz 100% und Hold. Jetzt können wir hier erstmal wieder 300 fahren. Und da haben wir jetzt noch 39 Kilometer. Und es geht weiterhin aufwärts. Also was wir jetzt bis jetzt an Höhe gemacht haben, war leider die Waldfee. Es geht ja noch steiler gerade hoch, wie man ja gerade sieht. Mei, oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Alter, wie hoch geht denn das noch? Ich denke mal, da kann ich auch gerade mal hier auf 100 bleiben. Weil da wird sich jetzt hier sowieso wieder ein bisschen abbauen. Und dann schauen wir mal, dann sind es nämlich nur noch 35. Wir nähern uns mit sehr großen Schritten. Hab ein bisschen Bammel vorm Bremsen, muss ich sagen. Aber ich denke mal, wie gesagt, das würde mir ja alles relativ schnell im Display anzeigen, wenn er was von mir möchte. Ist jetzt noch alles easy. Oha, jetzt muss ich mal kurz hier in den Schub zurückgehen, denn jetzt geht's abwärts. Kann man eigentlich schon rollen lassen. Kriegt da ganz alleine Geschwindigkeit drauf. Darf halt noch nicht über 300 sein. Die Strecke ist da unten, der Abfall ist da unten auch dann schon wieder vorbei und dann, es geht wieder, jetzt geht es wieder einen Haufen runter. Schon mal so sachte hier auf der Bremse, jetzt geht es wieder hoch, muss man nicht verstehen. Dann geht es wieder runter. Das ist ein Hin und Her hier. Das ist nicht schlecht. Kann man fast denken, der die Strecke erstellt, war besoffen. Aber scheinbar ist das so. Und das habe ich so in der Form noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also so permanent, mal wieder runter, wieder hoch, wieder runter. Also so hügelmäßig. Ja, jetzt beispielsweise haben wir hier, jetzt geht es wieder runter. Da haben wir wieder einen leichten Anstieg. Es wechselt sich ja hier permanent ab. Ich frage mich auch, was das Spiel ja die ganze Zeit laden will, weil es immer wieder ruckelt. Bis auf Berge und Bäume ist hier nicht. Naja gut, doch eine Straße. So. Schauen wir mal noch 24 Kilometer. Ich lasse den hier einfach mal ein bisschen ausrollen. Dann sollten wir hier da sein. 39, Abfahrt 40. Wir kommen mit jetzt schon 33 an. Gas hier. Und da will er mir jetzt gerade sagen, endet bald.
Ja, dann sagen wir mal die nächste Geschwindigkeit einmal, oder?